Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Funktionell in den Tag. Schön, dass du dabei bist. Was heißt funktionell? Funktionell trainieren heißt, mit einem bestimmten Zweck zu trainieren. Und wir wollen uns heute im Alltag wohlfühlen. Das heißt, wir bewegen uns durch, mobilisieren und kräftigen auch Muskeln, die wir im Alltag ganz dringend benötigen, zum Beispiel die Beine, wenn wir etwas aufheben möchten, oder auch unseren Rücken, auch etwas unsere Arme. Mach mit, so wie es für dich geht. Richte dich auf jeden Fall auf, denn das ist natürlich auch wichtig, nicht nur im Alltag, sondern auch für unsere gute Laune wichtig. Also Brustbein heben, stell dich auf deine Füße, auf deine Außenkanten. Dann drück die Großzehenballen nach unten und belaste deine Fersen. Also du stehst auf den Außenkanten, Großzehenballen und Fersen. Knie sind ganz leicht gebeugt, so ein bisschen durchlässig. Hier anheben, Schulter nach hinten unten ziehen und Blick in den Horizont. Sehr schön. Beginne jetzt deine Schultern ganz entspannt zu kreisen. Am besten immer nach hinten, denn nach vorne bewegen wir uns ja im Allgemeinen etwas mehr im Alltag. Also gebückt nach vorne, deshalb kreise ich immer gern hinter. Mach mal weiter, komm so ein bisschen seitlich zu dir. Vielleicht knirscht da auch noch etwas. Die Faszien müssen geschmeidig werden und das werden sie eben mit Bewegung. Die Muskeln werden jetzt durchblutet und die Gelenke bewegt. Mach genauso weiter, nimm deine Hände jetzt zu den Schultern und werde etwas größer in der Bewegung. Und was du jetzt auch gerne machen kannst, ist deine Brustwirbelsäule in die Bewegung mit einbeziehen. Das heißt, rund werden, den oberen Rücken abkippen lassen, einatmen, Brustbein heben und das Ganze in deinem eigenen Rhythmus. Rund aufrichten. Wirbelsäule bewegen. Du kannst auch etwas größer werden jetzt, also noch mehr in die Bewegung gehen, auch den unteren Rücken vielleicht mitnehmen. Und wenn du möchtest, stell deine Füße auch etwas breiter auf, dann stehst du stabiler. Und dann werden wir noch mal größer und jetzt nimmst du die Arme und öffnest sie nach hinten. Daumen zeigen zurück, streck deine Knie auch jetzt und atme aus. Geh mit den Händen zu den Oberschenkeln, die Finger nach innen zeigen lassen und mach deinen Rücken richtig rund. Einatmend dich aufrichten und mit dem Ausatmen dich so richtig rund werden lassen. Das Ganze in deinem Atemrhythmus. Spür die Bewegung, die Größe der Bewegung. Nochmal. Ein letztes Mal noch so richtig schön aufrichten, dein Brustbein heben und dann nochmal rund. Und dann bleibst du hier vorne. Machst deinen Rücken ganz gerade und atmest ein, nimmst eine Hand zur Schulter und drehst dich jetzt nach hinten auf. Mit dem Ausatmen wieder nach vorne gehen und mit dem Einatmen zur anderen Seite öffnen. Nochmal aus und ein und aus. Lass den Rücken gerade jetzt und beweg nur deine Brustwirbelsäule. Ein klappt. Diese Beweglichkeit im oberen Rücken ist wirklich wichtig für unsere Rückengesundheit und für einen entspannten Nacken. Im Alltag brauchen wir ganz oft das Umdrehen können. Nach hinten. Jetzt bleibst du dann wieder da, richtest dich mit geradem Rücken nach oben auf, lockerst dich nochmal durch und rollst dann die Füße rechts und links von dir
ab von der Fußspitze auf die Ferse, als würdest du irgendwo nach unten gehen, also steigen, rechts und links, den Oberkörper locker mitdrehen und dann mach den Schritt komplett, indem du auch dein anderes Bein nachziehst, also Schritt und rantippen, antippen, antippen, sehr gut. Und immer wenn du jetzt an der Seite bist, dann tust du so, als wolltest du etwas aufheben, neigst deinen Rumpf zur Seite, so weit wie möglich. Bauch gespannt. Dein Tempo. Langsam zur Mitte kommen. Beine bleiben jetzt in der Grätsche. Knie zeigen nach außen. Das machst du so, wie es für dich geht. Wenn du merkst, die Knie kippen nach innen, das kommt auf die Beweglichkeit der Hüftgelenke an, schließ die Füße etwas mehr. Wenn das gut funktioniert, dass deine Knie über den zweitgrößten Zeh schauen, geh weiter in die Grätsche. Und jetzt tust du so, als würdest du etwas aufheben vom Boden, Rücken gerade und dieses Gewicht ganz körpernah nach oben in Richtung Decke bewegen. Nochmal zur Schulter, Brust, körpernah. Tief Beinkraft spüren und schieb kraftvoll nach oben. Nochmal tief. Auch das in deinem eigenen Rhythmus natürlich. Nach oben so richtig lang strecken. Vielleicht sogar, wenn du oben bist, deine Fersen anheben. Also tief gehen, hoch. Vielleicht die Fersen etwas heben. Super. Gleichgewicht finden. Unsere Gleichgewichtsfähigkeit, die brauchen wir im Alltag auch ständig. Runter. Und wenn die Beine so ein bisschen schwer werden, dann können wir uns freuen, denn dann trainieren wir natürlich die wichtigen Muskeln. Geht noch? Und noch ein letztes Mal, so tief wie es für dich okay ist. Halte einen Moment oben, finde die Balance. Komm langsam nach unten, Ellbogen an den Körper. Die Hände so, als würdest du das Geschenk in Empfang nehmen. Also ich gebe dir ein Geschenk, nimm's und reiche es zu deinem Nächsten, deiner Nächsten weiter. Heb die Ferse, dreh dich und komm wieder zur Mitte und reiche es auch auf die andere Seite weiter und komm wieder zur Mitte. Ferse heben, drehen, Mitte. Ferse heben. Und mit. Und jetzt versuch, wenn du hier seitlich bist, etwas schneller, dynamischer zur Mitte zu kommen. Seite. Genau, dieses Abbremsen, das macht der tiefe, quere Bauchmuskel, der wirklich hier wie ein Korsett wirkt. Dynamisch, schnell, langsam. Und unseren Rumpf den ganzen Tag hält, aber auch die Organe innen hält. Und einfach die Organe schützt, denn oben haben wir Rippen, aber hier unten, da ist der Bauchmuskel, der uns schützt. Dynamisch. Mit diesem Ausatmen erreiche ich, dass der Bauch noch aktiver wird. Also durch die Lippenbremse
Ausatmen. Der Bauchmuskel macht übrigens auch eine noch schmälere Taille und einen noch flacheren Bauch. Machen wir noch vier. Vier. Drei. Zwei. Und stopp. Kurz lösen. Oh, einmal lang strecken. Nochmal räkeln, ziehen. Währenddessen deine Fußspitzen nach vorne zu mir drehen. Und auf ein Bein kommen, das andere Bein zurücksetzen. Jetzt tu so, ich zeige es dir seitlich. Es wäre dir etwas nach unten gefallen. Stütz dich ab. Heb mit der anderen Hand etwas auf, gerader Rücken, komm wieder hoch und mach das Ganze auch zur anderen Seite. Das heißt tief abstützen, Rücken gerade hoch. Schau mal, dass vorne dein Knie immer über der Ferse bleibt. Hinten das Knie in Richtung Boden geht, ganz egal wie weit. Hier stehst du hüftbreit. Je schmäler deine Fußstellung ist, umso wackeliger wird's. Nochmal Beinkraft, Gleichgewicht. Nochmal auf die Seite. Noch einmal auf die andere und dann zeige ich es dir wieder seitlich. Bleib jetzt so tief, wie du es halten kannst. Nimm beide Arme tief und jetzt gerne tiefer. Rücken gerade, Schultern zurück. Der Po arbeitet. Kraftvoll die Ellbogen hochziehen, Schulterblätter küssen sich. Und wieder zurück. Nochmal hoch, Hände zur Faust. Und wieder zurück. Du kannst dich auch ein Stück weiter aufrichten, wenn es dir zu viel wird. Alles ist richtig. Oberer Rücken, den wir jetzt kräftigen, der für die Haltung natürlich ganz wichtig ist. Und dann wechseln wir die Seite. Und gehen mit dem anderen Bein tief, vielleicht tiefer. Und nochmal, oberer Rücken. Ganz nah am Körper die Ellbogen. Noch zweimal und dann löst du auf, streckst dich und räkelst dich, super, dehn deinen Bauch, deinen Rücken, lockere deine Beine und schüttel die Arme aus und komm in einen Walk. Die Arme neben dem Körper im rechten Winkel. Aufrichten und jetzt schau rück aus dem Fenster und denk dir, du gehst durch den Park spazieren, Füße abrollen, Ellbogen zurückziehen, so ein bisschen dein Herz-Kreislauf-System aktivieren. Vielleicht deine Knie noch etwas höher ziehen. Blick in den Horizont, also nicht nach unten sehen, denn wenn wir den Blick nach unten richten, schau mal, was passiert mit meinem Oberkörper. Also aufrecht, nach vorne. Und jetzt stell dir vor, ich lasse den Film in Zeitlupe ablaufen. Immer langsamer, immer langsamer.
bis irgendwann wirklich ein ganz langsamer Zeitlupenwalk daraus wird. Kurz die Balance halten, Gleichgewichtstraining. Und auch langsam wieder nach unten den Fuß. Spür bei jedem Schritt die leichte Rotation in der Wirbelsäule. Damit werden die Bandscheiben ernährt. Also so kurze Spaziergänge sind immer gut für unsere Gesundheit im Alltag. Macht natürlich auch frisch. Und übrigens, so ein kurzer Spaziergang am Abend vor dem Bett gehen lässt uns auch gut schlafen. Also ruhig vor dem Bett gehen nochmal so 10 Minuten spazieren gehen. Wie geht's mit der Balance? Gut, du darfst wackeln. Wackeln heißt, du trainierst. Und dann komm langsam zur Mitte zurück. Stell beide Füße wieder hüftschmal auf. Richte dich auf. Spür in deine Haltung. Weißt du noch vorher? Großzehenballen, Außenkanten, Fersen, Knie durchlässig, Brustbein gehoben, aktiv in der Körpermitte, Krone auf dem Kopf, locker dich ruhig nochmal durch, sehr schön, fleißig. Streck dich und räkel dich, dehne noch einmal da, wo du das Gefühl hast, ach da möchte ich mich jetzt gern noch hindehnen, vielleicht den oberen Rücken, vielleicht aber auch die ganze Vorderseite, das lohnt sich auch immer. Und komm dann wieder zurück. Entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Fleißig. Wenn du Lust hast und es hat dir gefallen, dann drück doch gern Gefällt mir unten, da lass einen netten Kommentar. Das interessiert bestimmt alle, die mitmachen, auch wie es dir so gegangen hat. Und wenn du willst, kannst du meine Arbeit auch unterstützen, wertschätzen sozusagen. Vielen, vielen Dank auch an die, die es bereits tun. Den Link findest du unter dem Video in den Beschreibungen oder auch in den Kommentaren. Da steht deine Unterstützung. Klick drauf, wähl aus mit wie viel. Monatlich 2,50, 5,10 Euro, 20, was es dir halt wert ist. Auf jeden Fall danke. Und klar, ich freue mich, wenn du ganz einfach so beim nächsten Workout wieder dabei bist. Bis dann.